Dann bleibe ich doch hier vorne stehen, bevor ich das Gerät anschließe. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und auch nochmal Kompliment an die Organisatorinnen und Organisatoren. Also es sieht immer so einfach aus, wenn man hier sitzt, aber so etwas zu organisieren, das ist eine sehr schwierige Sache, sehr arbeitsaufwendige Sache. Und man muss es auch nicht machen, man macht es dann freiwillig. Unsere Studierenden haben es auch gemacht. Ich war sehr dankbar dafür und von daher finde ich eine tolle Sache, dass es zustande gekommen ist. Über was möchte ich heute sprechen? Ich möchte sprechen über schräge Finanzarchitektur und dieses Thema vielleicht mal ein klein wenig anders beleuchten, als Sie es gewohnt sind aus der Presse. Möglicherweise auch aus den kritischen Stellungnahmen, die Sie so kennen. Die eine oder der andere hat sich vielleicht schon so ein bisschen im alternativen Spektrum bei den bunten Hunden umgesehen und ist da auf Zinskritik und so etwas gestoßen. Ein sehr wichtiges Thema, teile ich, aber darauf möchte ich heute den Fokus nicht legen. Ich möchte aber so viel sagen, Zins, Wachstum und auch die Frage, wie plündern wir unsere Ressourcen aus auf Kosten der Zukunft, haben sehr viel miteinander zu tun. Aber das möchte ich heute nicht behandeln. Wäre ein eigenes Thema, das auch wert wäre, zu behandeln. Ich möchte auf ein anderes Thema hinaus, nämlich die Frage der Blasenbildung, Blasenkrankheit. Das hat nämlich auch ökologische Relevanz. Was Sie da im Jahre 2007, 2008 gesehen haben, als es eine Blase gegeben hat, diese Blase ist irgendwann geplatzt, es hat eine Menge Turbulenzen gegeben, es hat eine Menge Arbeitslosigkeit gegeben, aber so etwas hat natürlich auch ökologische Konsequenzen, denn das ist immer mit einer enormen Kapitalvernichtung verbunden, und zwar nicht nur nominal, sondern auch real. Da sind dann Unternehmen, die sind auf einmal nur noch, die haben einen Schrottwert, nicht mehr. Die können dann wirklich auch physisch abdanken. Also das heißt, wir wachsen, 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 es bildet sich irgendwann eine Blase raus und irgendwann macht Blopp, ne, und das ganze Zeug ist entwertet. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das möglicherweise ein intelligentes System oder ist es das nicht? Mal ganz abgesehen davon, dass da auch enorme soziale Probleme damit einhergehen. Das möchte ich heute mal beleuchten. Wie gesagt, das kann man vielleicht im Hinterkopf behalten. Gut, Sie haben vielleicht in den Nachrichten verfolgt, was dieser Herr da von sich gibt. Der gibt was anderes von sich als dieser Herr da, ist ein Kollege von ihm. Der eine ist der Herr Draghi, kommt im Übrigen von einer großen privaten Bank, irgendwie dann da in den EZB, für den EZB-Präsidentenstuhl. Das ist der Herr Weidmann, der hat eine ganz andere Auffassung, die kabbeln sich so ein bisschen. Aber der Herr Draghi ist so glücklich, weil ihm gerade seine Politik eigentlich ganz gut gelingt, der setzt sie ganz gut durch. Und das ist eine ähnliche Politik, wie sie zum Beispiel der Herr Bernanke oder auch seine Nachfolgerin Frau Yellen jetzt treiben werden. Die sehen nämlich, wir haben Probleme. Wir haben wirtschaftliche Probleme. Und wie wollen Sie diese Probleme entschärfen? Wie wollen Sie sie lösen? Indem Sie schlicht und ergreifend die Märkte derzeit mit Geld fluten. Das ist zunächst mal gut. Nur kann man sich fragen, auch wenn es kurzfristig gut ist, Entlastung bringt, ist es auf die Dauer wirklich eine nachhaltige Politik. Und wenn Sie sich mal anschauen, ich mache das mal ein bisschen runter hier. Wie haben sich beispielsweise die Geldaggregate verändert von 1998 bis 2012? Für Ende 2013 haben wir noch keine sattelfesten Daten. Dann sehen Sie, Bargeld hat zugenommen um 167%. M1, da sind auch bestimmte Sichtguthaben dabei, also was Sie zum Beispiel bei den Banken für Überweisungen benutzen, das zählt auch zu Geld, hat zugenommen um 188%. In derselben Zeit hat aber das nominelle Sozialprodukt nur zugenommen um 62%. Also offensichtlich ist es so, dass die Geldgrößen einen ganz anderen Verlauf nehmen als die realen Größen. Und da kann man sich fragen, ist das eine gesunde Entwicklung, wenn da das Geldvermögen so aufgeblasen wird? Das kann man auch an dieser Grafik ganz gut zeigen. Hier sehen Sie da unten das reale Bruttosozialprodukt für die USA. Hier sehen Sie das nominale. Hier sehen Sie Geldmenge M2, ist noch ein bisschen weiter. Und hier sehen Sie die Bankkredite. Und auch hier sehen Sie die Steigerungsrate
der Kredite, der Geldmengen, also der Geldaggregate, ist eine ganz andere, höhere Dynamik als die realwirtschaftlichen Aggregate. Und Sie sehen ebenfalls, in Europa haben wir im Prinzip dasselbe vorliegen. Also mit anderen Worten, der finanzielle Sektor scheint sich vom realwirtschaftlichen Sektor wieder mal zu entkoppeln. Ich habe einen Kollegen, den Herrn Walter von der Hochschule Westfalen, der hat auch schon ein paar Mal in meinem schönen Blog Rent Grabbing geschrieben, und der hat diese Geschichte eigentlich ganz gut dargestellt, wie ich finde, auch in verschiedenen Aufsätzen. In dem Blogartikel finden Sie es ganz kurz. Er hat die Güterwirtschaft verglichen mit so einem Fahrrad. Und da ist so ein Reifen, und der Reifen, der läuft manchmal unrund, manchmal geht so ein bisschen die Luft raus, dann kommen wir in so konjunkturelle Dellen. Was macht die Zentralbank dagegen, wenn sie sieht, da ist wenig Luft drin? Dann geht die Zentralbank hin und pumpt Liquidität rein. Das ist das, was zum Beispiel der Herr Bernanke die ganze Zeit getan hat. Das war im Übrigen auch das, was der Greenspan vor ihm getan hat. Und das ist auch das, was zurzeit der Herr Draghi tut. Die Frage ist, wird der Reifen dadurch prall und voll und läuft er wieder gut? Lässt sich das Ding als Fahrrad verwenden? Der Herr Walter sagt nein. Warum? Da gibt es leider so ein Ding, vielleicht kennen Sie das, ich bin mal durch Italien mit so einem Fiat gefahren, da hatte ich tatsächlich so einen Autoreifen, der sah da so aus am Schluss. Da ist so eine Blase rausgekommen, ne? Und diese Blase wurde immer dicker und der Reifen war trotzdem platt, obwohl man so viel reingepumpt hat, ne? Und dasselbe passiert im Augenblick auch bei uns in unserer Wirtschaft. Die Assetpreise, also das Bestandsvermögen, schießt im Wert in die Höhe. Aktien, Immobilien. Bei Gold ist es eine spezielle Geschichte, da muss man immer gucken, wie sieht es aus mit dem Dollar. Wenn der Dollar am Boden liegt, dann ist Goldpreis hoch und umgekehrt. Ne? Aber vor allen Dingen bei Aktien, bei Immobilien, Sie haben gesehen, zum Beispiel auch Kunst, ne? Die wird zu Rekordwerten gehandelt. Ebenfalls besteht der Verdacht, dass Leute überhaupt nicht langfristig mehr investieren, sondern dass sie sehr stark in kurzfristige Anlagen verstärkt gehen und dort einfach mal abwarten, wie sich die Situation so ergibt. Im Augenblick in Deutschland ist es noch nicht so gefährlich, aber in bestimmten Ländern haben wir so etwas. Sie sehen hier noch eine zweite Pumpe. Diese zweite Pumpe möchte andeuten, dass die Liquidität nicht nur geschaffen wird durch die Zentralbank, das ist diese Pumpe, sondern dass die Liquidität auch noch geschaffen wird durch private Banken. Das hört sich irrsinnig an, aber es ist so. Der größte Teil der Geldmenge, die wir hier zur Verfügung haben, ist nicht durch die Zentralbank geschaffen, sondern wird im Zusammenspiel zwischen privaten Banken und Kreditnehmern geschaffen. Privat. Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Ich gehe davon aus, er sollte es eingeladen, der wird auch darüber nochmal sprechen. Also der größte Teil der Geldmenge, ich habe nachher auch noch eine Grafik dabei, wo ich das auch nochmal illustriere. Die Bundesbank sagt ja gar nichts anderes als ich. Ist privat geschaffenes Geld über den Kreditvergabeprozess. Natürlich braucht man da Bargeld, ich sage es mal laienhaft, als Rohstoff, aber letztlich wird das Geld privat geschaffen. Und das hier ist diese zweite Pumpe, die wir haben, die diese Blase fetter und fetter werden lässt. Ich sehe jetzt schon, es zuckt schon in ein paar Fingern. Können wir die Fragen dann später machen? Also wenn Sie irgendwie Verständnisfragen haben, bitte sofort stellen, wenn irgendwas unklar ist. Aber Diskussionsbeiträge können wir vielleicht am Anschluss machen. Ne? Gut. Jetzt, was sind denn die Gefahren einer solchen Blasenbildung? Warum können wir uns nicht einfach zurücklegen und denken, ja schön, Hauptsache der realwirtschaftliche Reifen läuft wieder einigermaßen rund und ist nicht ganz platt. Was sind die Gefahren? Um das zu illustrieren, möchte ich mal auf den Bodenmarkt gehen und auf die Bodenwerte. Und ich möchte Ihnen einfach mal zum Nachdenken, eine ganz einfache zur Illustration. Dieser Herr ist übrigens der David Ricardo, ein Klassiker, dessen Lehre leider von der zeitgenössischen Wirtschaftstheorie vollkommen vernachlässigt wird. Also ich sage immer Neoklassik, wer studiert von ihm überhaupt Wirtschaft? Darf ich mal fragen? Oder hat schon mal etwas gehört? Neoklassik ist eigentlich keine Neoklassik, sondern ist eine Antiklassik.
die die Lehren dieses Herrn Ricardo und auch von anderen vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, woran liegt es, dass zum Beispiel in Gelsenkirchen der Preis für so ein freistehendes Eigenheim, mittlere bis gute Wohnlage, Wohnfläche ca. 120 Quadratmeter mit Garage, 130.000 Euro ist, der Preis für ein Haus in München 710.000 Euro, also das 5,5-fache ungefähr. Diese Frage kann man sich stellen. Wir stellen sie jetzt mal im räumlichen Vergleich, man kann sich das aber auch über die Zeit hinweg stellen. Wie kommt es zu solchen Differenzen? Sie finden da in den Statistiken immer Hauspreisindex. Aber stimmt der Name wirklich? Was ist da denn der Unterschied? Was macht den Unterschied aus? Ist es eine unterschiedliche Qualität des Hauses in Gelsenkirchen und in München, dass hier den Preisunterschied zwischen 710.000 und 130.000 Euro ausmacht? Sie werden nachher sehen, worauf ich hinaus will. Ist es nicht? Denn wenn Sie zum Beispiel in München ein Haus bauen wollen und Sie sehen, die Ziegelsteine, der Mörtel, der Stahl, die Bauarbeiter sind in München das 5,5-fache teurer als in Gelsenkirchen, dann gehen Sie hin und holen sich Ziegelsteine, Mörtel, Bauarbeiter, Stahl aus Gelsenkirchen oder aus Salzgitter und bauen damit in München ihr Haus. Das erklärt den Preisunterschied nicht. Der Preisunterschied ergibt sich alleine durch den Standort und seine Knappheit. Das macht diese Differenzen aus. Das muss man sich klar machen. Also wenn da steht Baupreisindex, beziehungsweise wenn da steht Hauspreisindex, ne, wie man es häufig liest, ist das eigentlich falsch. Denn diese Differenzen, die da entstehen, die Wertdifferenzen über die Zeit hinweg, aber auch im unmittelbaren Städtevergleich, das ist durch den Bodenwert bedingt, nicht durch den Wert des aufstehenden Gebäudes. Das ist eigentlich der Punkt. Ich gehe deswegen darauf ein, weil auch letztlich die Blasenbildung auf den Finanzmärkten sehr viel damit zu tun hat. Und das muss man verstehen, was da abgegangen ist. Ich möchte Ihnen das mal klar machen anhand eines einfachen Beispiels, was da passiert, wie es zu so einem Bodenwert und auch zu einem Aufblasen des Bodenwertes kommt. Ich will Ihnen das mal klar machen anhand eines einfachen Beispiels für Landwirtschaft. Für urbane Flächen, städtische Flächen, Siedlungs- und Verkehrsflächen haben Sie im Prinzip genau dasselbe. Also nehmen wir mal Landwirtschaft. Wie kommt es überhaupt zu Bodenwerten? Wie kommt es überhaupt zu Bodenwertdifferenzen? Nehmen wir mal an, hier ist die Stadtmitte. Die Leute wollen Kartoffeln essen. Ist natürlich klar, dass sie, wenn sie jetzt Kartoffeln anfangen zu pflanzen, den ersten Acker möglichst nah an der Stadtmitte machen. Warum? Transportkosten sind gering. Je weiter sie rausgehen, wenn die Leute immer mehr Hunger nach Kartoffeln bekommen, umso höher werden die Transportkosten. Deswegen haben sie auch eine steigende Kostenkurve für die Produktion und den Transport der Kartoffeln. Das hier ist die Nachfragekurve, die sagt Preis, wenn der hoch ist, ist die Nachfrage nicht so groß, wie wenn der Preis tief ist, dann ist die Nachfrage höher. Wo sich Nachfrage und Angebotskurve schneiden, haben wir den Preis für die Kartoffeln. Ein einheitlicher Preis hier. Und jetzt ist es sehr schön, wenn man ein Bauer ist, der hier seinen Acker nahe der Stadt hat, dann hat man nämlich eine ganz andere Situation als ein Bauer, der da weit draußen ist. Ein Bauer, der da ganz weit draußen ist, der kann gerade noch seine Kosten decken. Ein Bauer, der hier in der Stadtmitte oder nahe Stadtmitte wirtschaften kann, der deckt nicht nur seine Kosten, sondern er bekommt noch sehr viel mehr darüber hinaus. Für etwas, wofür er nichts kann. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, welcher Acker ist denn mehr wert? Der Acker 20 Kilometer draußen oder der Acker nahe bei der Stadt? Natürlich ist der Acker hier nah bei der Stadt viel mehr wert. Der Acker, bei dem Sie gerade noch die Kosten gedeckt bekommen, der hat einen Preis, können Sie vernachlässigen. Also ich bin in einem Gutachterausschuss, wir haben letzte Woche so landwirtschaftliche Grundstücke bewertet. Manchmal haben Sie da einen Wert von 50 Cent pro Quadratmeter, ne, für so ein Grundstück, landwirtschaftliches Grundstück, das da weit draußen ist. Gut. Wie kommt es zum Bodenwert? Das hier, dieser Sondervorteil, dieser Ertragsvorteil, das nennt man Bodenrente.
Also Rente, nichts mit Altersrente zu tun, sondern Rente ist im ökonomischen Sinne etwas, was man bekommt, ohne dass man Kosten dafür hat. Ne? Überschuss der Preise über die Kosten. Und weil die Rente hier so hoch ist, ist der Boden viel mehr wert hier drin, nahe der Stadt, als hier draußen. So. Das geht über eine ganz einfache Formel, und zwar der Bodenwert ist die Bodenrente dividiert durch den Zinssatz, durch den Realzinssatz. Da ist die Inflation also weg. Nehmen wir an, die Bodenrente ist 10 Euro pro Quadratmeter. Nehmen wir an, der Realzinssatz ist 10%, dann ist der Bodenwert 10 Euro dividiert durch 10% gleich 100 Euro pro Quadratmeter. Soweit klar? Das Interessante ist jetzt, was passiert, wenn die Zentralbank anfängt, mit dem Zins rumzuruckeln und rumzuzuckeln. Den Zins zum Beispiel senkt, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Wenn der Zins sinkt, kann mehr investiert werden, weil mehr Investitionen sozusagen die kritische Grenze, die der Zinssatz setzt, überschreitet. Aber was passiert dann mit dem Bodenwert? Schauen wir uns das mal an. Also hier 10%, 100 Euro. Jetzt nehmen Sie mal an, wir machen aus diesen 10% 5%, dann wird der Bodenwert schon verdoppelt, 200 Euro. Und nehmen wir mal weiter an, Sie machen aus den 10% 1%, dann haben Sie auf einmal einen Bodenwert von 1000 Euro, eine Verzehnfachung. Also allein daran, ohne dass sich an den Bodenerträgen, an den Bodenrenten etwas ändert, allein durch Variationen des Zinssatzes, allein aufgrund von einer Änderung der Zentralbankpolitik, bekommen Sie solche Bodenpreissteigerungen. Und das war natürlich für die Immobilienblase, die sich da im Jahre 2007, 2008 in den USA und auch anderswo ereignet hat, von ganz ausschlaggebender Bedeutung. Greenspan hat nämlich über mehrere Jahre hinweg die Zinsen ganz rapide gesenkt und die Bodenwerte sind raufgegangen. Die Leute dachten nicht mehr, dass das irgendwann mal aufhört. Die Party war zu schön. Aber irgendwann hörte es auf, weil tiefer als null kann der Zins nicht gehen und der geht auch nicht mehr bis auf null. Hier sehen Sie die Verhältnisse zwischen Preisen und Renten. Also Mieten in diesem Fall, nicht Renten, Verhältnisse zwischen Preisen und Mieten in verschiedenen Staaten. Hier sehen Sie Irland, da ist bekannterweise eine Blase geplatzt. Hier sehen Sie England, hier sehen Sie Spanien, noch nicht mal so hoch. Ne? Ich möchte nur daran erinnern, Spanien hatte vor der Finanzkrise 2007, 2008 eine solidere Finanzen als Deutschland. Ne? Die sind erst nachher in diesen Abgrund getaucht. Ne? Hier sehen Sie die USA und auch hier sehen Sie, das war noch nicht mal so dramatisch verglichen mit anderen Staaten, hier sehen Sie Deutschland, offensichtlich sind wir immun, meines Erachtens auch ein Grund dafür, dass so wenig über dieses Thema in Deutschland geredet wird. Ich bin immer wieder fasziniert, wie an diesem Thema vorbeigeredet wird, über das die ganze Welt eigentlich spricht. Nur wir hier in Deutschland sprechen nicht darüber. Das hat wohl auch sehr viel damit zu tun. Ne? Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass eben hier in den USA als Leitwährung hier die Zinsen so rapide gesenkt wurden und die Europäische Zentralbank ging hier mit. Ne? Auch die machte eine rapide Zinssenkung parallel zu dem, was hier die Fed veranstaltet hat. Was war das Ergebnis? Wenn Sie mal schauen, wie haben sich zwischen 1997 und 2005 die Bodenwerte entwickelt. Also ich sage Bodenwerte, nicht House Price Indices, aus dem Grund, den ich Ihnen gerade genannt hatte. Dann sehen Sie, es gab da Staaten wie zum Beispiel Südafrika 244%, Irland 192%, Großbritannien 154%, Australien 114%, Deutschland minus 0,2%. Interessant. Kann man natürlich die Frage stellen, warum denn Deutschland? Ich könnte jetzt viel darüber sprechen. Einer der Gründe ist, dass Deutschland im Vergleich, das ist dieses Rote, zu anderen Staaten relativ hohe Realzinssätze hatte. Also das heißt, wenn man guckt, was bleibt nach Inflation noch übrig vom Zinssatz, da war Deutschland höher als andere Staaten. Spanien beispielsweise hatte teilweise negative Realzinssätze. Dementsprechend sind da die Grundstückspreise in die Decke
gestoßen. Deutschland dagegen, das hängt mit dem Euro zusammen, dass es kein optimales Währungsgebiet ist, hatte sehr hohe Realzinssätze. Ein Grund, nicht der einzige, aber ein wichtiger. Gut, die Zinsen in den hochentwickelten Ländern sinken und sanken tendenziell ab. Wir haben im Augenblick wieder so eine Tendenz, also Leitzins bei 0,25%. Jetzt hat alles darauf gewartet, letzte Woche, dass Draghi den Leitzins noch auf Null setzt. Ne, hat er nicht gemacht. Aber es sinkt und sinkt und sinkt. Und irgendwann ist Schluss. Bei 0% ist Schluss. Man könnte zwar auch noch theoretisch negative Zinssätze machen, wir können das ja noch diskutieren, aber da kommt man in ganz andere Problemkonstellationen rein. Also, der Zinssatz sinkt und sinkt, aber das geht, zumindest bei der Geldverfassung, die wir heute haben, nicht endlos weiter. Irgendwann ist Schluss. Und man kann sogar erwarten, dass irgendwann auch mal wieder die Zinsen hochgehen müssen. Denn wir haben mit den tiefen Zinsen so viel Liquidität in den Markt gespült, wenn das mal wirklich nachfragewirksam wird, dann kann daraus Inflation entstehen. Zurzeit sind wir weit davon entfernt, zumindest in Deutschland, da haben wir eher Deflationsängste, aber theoretisch ist es eben ein Inflationspotenzial. Und wenn wir uns die jetzige Konstellation anschauen, dann haben wir eher das Problem, Inflation, so wie sie gemessen wird, das Problem haben wir nicht in Deutschland. Aber wenn Sie hören, in der Inflationsmessung, was ist da drin und was ist nicht drin? Da ist zum Beispiel nicht drin der Hauspreisindex. Da ist zum Beispiel nicht drin, dass die Aktienkurse steigen. Das wird damit nicht gemessen. Also wie bewegen sich die Bestandsaktiva? Man nimmt einen Warenkorb, Margarine, Fernseher, was weiß ich, was man da so braucht. Aber wie sich die Aktienkurse entwickeln, wie sich die Immobilienpreise entwickeln, das ist da nicht mit drin. Also mit anderen Worten, Sie können fragen, haben wir nicht schon eine Inflation? Inflation in dem Sinne, dass die Blase immer weiter wächst. Inflation, das kommt ja von Aufblähen. Und tatsächlich, die Blase wächst immer weiter. Ja, das ist auch eine Sache, da freuen sich bestimmte Leute darüber, zum Beispiel die Investmentbanken. Investmentbanken, man kann sich fragen, sind das Täter oder Opfer? Warum bringe ich jetzt Investmentbanken? Ich bringe Investmentbanken deswegen, weil sie mit Eigenkapital sehr stark handeln. Die bringen zum Beispiel Aktien an die Börse und handeln auch damit, machen Eigengeschäfte. Und wenn Sie mal sehen, wie sind da die wirklich großen, erfolgreichen Banken aufgestellt? Da sehen Sie zum Beispiel, die Deutsche Bank macht sehr viel Investmentbanking. Die Deutsche Bank macht nicht so viel Kreditgeschäft, die macht vor allem Investmentbanking. Dieses Investmentbanking ist sehr stark mit Konjunkturen versehen. Manchmal ist es hui, manchmal ist es pfui. Nach der Finanzkrise 2007, 2008 war es pfui, vorher war es hui. Im Augenblick ist es wieder hui. Interessant, wir scheinen nichts gelernt zu haben. Es ist so, mittlerweile überrascht offensichtlich die Deutsche Bank wieder mit Milliardengewinnen und das Investmentbanking trägt einen Teil dazu dabei. Die beiden kennen Sie, das sind die Nachfahren des Herrn Ackermann. Und auch diese setzen auf das Geschäft des Investmentbanking. Also es geht hier nicht um die Frage, kriege ich über Zinsen, über das Kreditgeschäft Geld, sondern kriege ich über Aktien, darüber, dass ich auf dieser Blase surfe. So kann man es eigentlich schön ausdrücken. Verdiene ich damit mein Geld. Und genau das machen die Investmentbanken, die surfen auf dieser Blase. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen eine These vorstellen, die in bestimmten Kreisen überhaupt nicht mehr als gewagt gilt, aber von der man in der Orthodoxie eigentlich noch nichts gehört hat, nämlich, wenn beispielsweise die Investmentbanken mit Aktien handeln und insoweit auf der Blase surfen, Aktien sind ja nichts anderes als Eigenkapital von Unternehmen. Es gibt Eigenkapital, Fremdkapital. Fremdkapital sind Schulden, Aktienkapital ist Eigenkapital, also das Kapital, das eben keine Schulden sind. Wenn Sie sich eine Telekom-Aktie kaufen, dann ist das Eigenkapital. Wenn Sie an der Kapitalerhöhung der Telekom partizipieren, geben Sie der Telekom Eigenkapital. Sie sind dann Anteilseigner dieses Unternehmens. Nur was machen Sie da? Ich möchte behaupten, Sie machen nichts anderes, als sich Land zu kaufen. Hört sich ganz pervers an.
als sich Land zu kaufen, und zwar indirekt. Nicht direkt ein Grundstück, sondern Land zu kaufen indirekt über den Mantel Telekom, durch diesen Mantel Telekom hindurch. Und auch dann surfen Sie mit auf dieser Blase, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Das ist eigentlich nichts Neues, dass das Erfolgsmodell von wirklich erfolgreichen Unternehmen auf der Verfügungsmacht über Ressourcen beruht. Ist zum Beispiel etwas, was hier der Israel Kirzner schon 1973 beschrieben hat. Er hat gesagt, Monopole, jedes Unternehmen versucht, eine monopolähnliche Stellung zu bekommen. Was macht es denn da? Es versucht, die Verfügungsmacht über Ressourcen zu monopolisieren. Um nichts anderes geht es. Verfügungsmacht über Ressourcen. Und jetzt wird es interessant, Ressourcen sind eigentlich im Sinne der klassischen Ökonomen Land. Und da bin ich wieder im Ausgangspunkt. Land. Ähnlich wie Grund und Boden. Das steht natürlich in diesem Buch, das die Studenten von Ihnen, also der Volkswirtschaft, mitbekommen, der Variant, das steht da so nicht drin. Aber es ist eine Auffassung, die durchaus an die der alten Klassiker anknüpft. Also letztlich geht es, wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen sein wollen, um die Verfügungsmacht über Ressourcen. Ressourcen sind knappe Sachen, die nicht vermehrt werden können. Die alten Ökonomen, die Klassiker, sagten dazu Land. Wenn die von Land gesprochen haben, dann haben sie zum Beispiel nicht gemeint, das hier, ne? Das ist ein Computer. Aber sie haben das hier gemeint, das ist ein Ölfeld. Öl kann man nicht vermehren. Ne? Sie haben das hier gemeint, das ist eine Edelsteinmine, kann man nicht vermehren. Sie haben das hier gemeint, das ist Grund und Boden, Kambodscha, kann man nicht vermehren. Und deswegen gibt es da auch Konflikte darum. Ne? Die meisten Konflikte, seien sie auch religiös oder ethnisch verbrämt, sind am Ende Ressourcenkonflikt. Das hier ist nicht gemeint. Das da oben, ne, das ist ein Braunkohlekraftwerk, das kann man auch nicht vermehren, das ist die Atmosphäre. Das war etwas, was die alten klassischen Ökonomen als Land bezeichnet hätten. Das da, Wasser, kann man auch nicht vermehren, das ist etwas, was die alten klassischen Ökonomen als Land bezeichnet hätten. Und wenn man jetzt zum Beispiel hingeht, die Atmosphäre privatisiert über CO2-Rechte, wenn man hingeht, Wasser privatisiert, das ist nicht meine Fantasie, das wird gemacht. Ne? Und wenn man das handelbar macht, dann privatisiere ich Land und dann mache ich sozusagen so einen Gegenstand surffähig. Dann kann ich letztlich auch auf diesem Gegenstand, wenn der Preis steigt, surfen. Ne? Auch das hier, ne? Staat- und Landerechte, gibt es nur ganz beschränkt. Die wenigsten von Ihnen werden wissen, dass die Staat- und Landerechte, die ganz beschränkt sind, die im Übrigen verschenkt werden, und zwar an die dicksten Fluggesellschaften, mehr wert sein können als die gesamte Flugzeugflotte, wird verschenkt. Also das, worüber ich hier rede, das spielt eine dicke Rolle. Ne? Also die Frage, für wie viel bekommen Sie so ein CO2-Zertifikat? Für 4 oder 5 Euro, dann lohnt sich ein Braunkohlekraftwerk. Oder für 30 Euro, dann können Sie alle Braunkohlekraftwerke, die wir haben, vernetzen. Wir bekommen das für 4 oder 5 Euro. Gut, will da jetzt von weg, worauf ich hinaus will, Land etwas ganz Breites, nicht nur Grund und Boden, worauf wir laufen, aber das ist das, was letztlich der Schlüssel für erfolgreiche Unternehmen ist, das sich in die Bilanz zu stellen, darüber die Verfügungsmacht zu bekommen. Und wenn ich in so ein Unternehmen investiere, dann kann ich auch Geld machen. Was ich Ihnen da sage, ist keine graue Theorie. Hier haben Sie aus der Liste der erfolgreichsten Unternehmen einige interessante, wie zum Beispiel ExxonMobil, womit handeln die? Esso, Öl, Land im klassischen Sinne. Oder Morgan Chase, das ist Banking, aber Investmentbanking. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, indirekte Beteiligung an Land. Royal Dutch Shell, Öl, Ressource, Chevron, Öl und Gas, Volkswagen Group, Auto. Da geht es um Patente zu einem großen Teil. Ne? Patente kann man auch sagen, nachgeäfft Land. Ich habe vor kurzem, ich will jetzt mal ein bisschen abschweifen, können Sie auch im Blog nachlesen, mal einen Vortrag gehalten über McDonald's. Was das Unternehmenskonzept von McDonald's ist. Sie werden sich denken, was soll das? Natürlich eine Braterei. Ne? Nein, McDonald's ist das größte Immobilienunternehmen auf der Welt.
Das ist das größte Immobilienunternehmen auf der Welt. Lesen Sie es nach. Also letztlich haben die an allen interessanten Orten, die es gibt, große Kreuzungen und so weiter, Eigentum, das sie dann sozusagen an Franchise-Nehmer vermieten, verpachten und davon leben die. Und der Bürger ist nur ein Mittel zum Zweck. Investition in Land war das Erfolgsgeheimnis. Da machen die überhaupt keinen Hehl drum. Also wer von Ihnen des Englischen mächtig ist, der guckt mal ins Internet. Gut, ich will es Ihnen nochmal versuchen zu erläutern, über was wir da sprechen. Also wir haben hier, wenn Sie sich zum Beispiel, um es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, angenommen Sie wollen investieren in ein Wohngebäude oder in ein Haus, ne? Dann haben Sie das Haus und das Grundstück, das da drauf steht. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, das Grundstück ist eigentlich das Interessante, das kann sich aufblasen. Das Haus selber kann sich nicht aufblasen. Da wirken die Marktmechanismen. Wir haben also ein Gebäude und wir nehmen wir mal an, dieses Gebäude kostet, wenn wir es errichten, 170.000 Euro und wir haben ein Grundstück. Dieses Grundstück, also Grund und Boden, kostet 60.000 Euro. Also Verhältnis 70%, 30%. Wenn Sie jetzt zu der Bank gehen, wird die sagen, wir wären ganz happy, du musst es nicht machen, aber wir wären ganz happy, du kriegst die besten Konditionen, wenn du eine Finanzierung nimmst, die auch ungefähr 70-30 ist. Das ist kein Zufall. Die werden sagen, am besten ist es für uns alle, du nimmst eine Finanzierung, 30% Eigenkapital und 70% geben wir dir gerne. Macht aus vielen Gründen Sinn, die ich Ihnen hier einfach hier nicht darlegen kann. Das wäre auch nochmal eine gesonderte Vorlesung. Nur, was treiben Sie da? Sie finanzieren also das Gebäude durch Fremdkapital, Sie bezahlen einen Zins, Sie finanzieren Grund und Boden durch Ihre eigenen Mittel, durch Eigenkapital. Aber auch hier bekommen Sie etwas, nämlich die Bodenrente. Wenn Sie das Grundstück vermieten in München, bekommen Sie das, was da rauskommt am Schluss, ist nichts anderes als die Bodenrente, die Sie dann beziehen. Und die ist in München wesentlich höher als in Gelsenkirchen oder irgendwo in Ostdeutschland, auf dem Land. Das macht den Wert dieser Immobilie aus. Und das finanzieren Sie hier mit Eigenkapital. Und wenn Sie zu wenig Eigenmittel haben, dann haben Sie am Schluss Pech. Können Sie an diesem Spiel nicht teilnehmen. Wenn Sie sich jetzt Unternehmen anschauen, ist es im Prinzip dasselbe. Nur, die haben neben dem Gebäude noch Maschinen, die haben noch Fahrzeuge, die haben noch andere Sachen. Und wenn Sie Grund und Boden anschauen, da gibt es ja auch noch, ach ja, das haben die alten klassischen Ökonomen als Kapital bezeichnet. Ne? Wenn Sie hier Grund und Boden anschauen, da gibt es auch geistige Eigentumsrechte, im Prinzip nachgeäfft Grund und Boden. Sie können damit auch Monopolerträge erzielen, Monopolrente mit Patenten zum Beispiel. Sie können auch andere Wirtschaftsteilnehmer blockieren mit Patenten. Und Sie können Kosten auf andere Wirtschaftsteilnehmer abwerfen, abschieben mit Patenten. Also dem Grund und Boden nachgeäfft. Das noch, Beteiligung. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist indirekte Beteiligung an Land. Und Geld, ja, dann haben Sie Land im weitesten Sinne und Liquidität und das finanzieren Sie am besten über Eigenkapital. Und wenn Sie jetzt denken, der gute Mann hier vorne ist im Fieberwahn, der fantasiert sich da was zusammen, dann kann ich nur sagen, nehmen Sie einfach mal die Bundesbankbilanzen. Die haben da einen Querschnitt gemacht von 60.000 Bilanzen und gucken Sie einfach mal, immaterielle Vermögensgegenstände, wo zum Beispiel Patente drin sind, aus Sachanlagen rechnen wir Grund und Boden raus, dann auch die Beteiligung dazu, die liquiden Mittel dazu, gibt zusammen 29%, wird finanziert aus Eigenkapital 29,3% an den gesamten Bilanzen. Ist ein schönes Zahlen-Abrakadabra. Und jetzt könnte der eine oder andere, der bewandert ist mit Betriebswirtschaft, sagen, ja, das liegt möglicherweise am Handelsgesetzbuch, dass deutsche Unternehmen nach dem Handelsgesetzbuch bilanzieren. Aber international ist es ja vielleicht ganz anders. Habe ich auch nachgeguckt, ob das international ganz anders ist. Hier haben wir Anteil der kritischen Assets, so habe ich sie genannt, nämlich Patente, Grund und Boden, Beteiligung, Liquidität an der Bilanzsumme. Gibt bei deutschen Unternehmen, die zum Beispiel nach dem internationalen Standard bilanzieren, International Financial Reporting Standards, 37%, Eigenkapitalquote 38%, fast dasselbe. Das heißt, auch die finanzieren, wenn man das anders
rechnet, also mit einem anderen System, nicht HGB, sondern IFRS rechnet, decken die auch ihr Land im weiten Sinne durch Eigenkapital. Und die britischen Unternehmen machen es genauso. Hier, ich hatte hier nur 30 Stück, die ich überprüfen konnte. Ne? Also ich mache das alles, kriege ich kein Geld für. Ne? Also muss ich alles mit eigenen Mitteln machen. Hier Anteil der kritischen Assets 47%, Eigenkapitalquote 51%, Relation Deutschland 38% zu 51% sind 75%. Das heißt, die deutsche Eigenkapitalquote ist 75% der britischen Eigenkapitalquote. Und das ist jetzt wieder interessant. Warum? Weil das genau der Relation der Bodenpreise zwischen Großbritannien und Deutschland entspricht. Großbritannien hat nämlich ein Bodenpreisniveau, das höher ist. Deutschland hat nur 75% des britischen Bodenpreisniveaus. So, jetzt, ich könnte doch mit den Zahlen Abracadabra fortsetzen. Ich will nur darauf hinaus, letztlich ist, wenn Sie sich beteiligen, Aktien, an Eigenkapital, das im Prinzip nichts anderes als eine Investition, und zwar indirekt, in Land. In einem weiten Sinne, wie es die klassischen Ökonomen verstanden. Also nicht nur eng, sondern in einem weiten Sinne etwas, was man nicht vermehren kann. Etwas, was auch den Charakter eines Privilegs hat. Und wenn Sie ein gutes Investment haben wollen, dann muss es so ein Privileg sein. Das wissen übrigens auch viele Investmentbanker, die erfolgreich sind. Und die größten Spekulanten dieser Welt, lesen Sie es mal aufmerksam nach, die verfolgen genau diese Strategie. Gut, also, wie gesagt, für Fremdkapital zahlen Sie Zins, Eigenkapital, da bekommen Sie Rente und Gewinn. Ich möchte Ihnen noch mal kurz darstellen, dass das, was ich Ihnen vorhin mit dem Boden erklärt habe, dass das für alle Unternehmen gilt. Also nehmen wir mal ein Verfahrenspatent. Wir haben zum Beispiel einen Handyhersteller, der das Glück hat, ein technisch neues Verfahren für irgendein, ja, so ein Handy, ich habe leider nur so ein altes, ist noch in der Tasche, auf dem sitzt er. Er kann die Handys kostengünstig produzieren. Seine Konkurrenz leider nicht, die muss teuer produzieren. Das heißt, es bringt ihm entsprechend bei einem Marktpreis P einen Ertragsvorteil. Also Sie können das durchdeklinieren, wie Sie wollen. Dementsprechend hat auch schon der gute Herr Marshall gesagt, ein neoklassischer Ökonom, der aber ein gewisses Feeling dafür hatte, diese sogenannte Produzentenrente, meines Erachtens nichts anderes als die Bodenrente im weiten Sinne, ist letztlich ein bequemer Name für etwas, wo die Bodenrente die führende Spezies ist. Wenn das alles stimmt, wenn letztlich der Gewinn der Unternehmen im Kern auch Bodenrente ist, Bodenerträge sind, dann wäre ja auch zu erwarten, dass zum Beispiel die Bodenwerte und die Aktienkurse sehr eng miteinander zusammenhängen. Ansonsten müssten sie sich auseinanderentwickeln. Da müsste man einen statistischen Gleichklang erwarten können. Wenn Sie zum Beispiel Japan anschauen, da hat man solche Untersuchungen gemacht, von 1955 bis 1992, und da hat man festgestellt, bei Gewerbegebieten gab es eine Korrelation von 0,99. Bei 1 ist Schluss. Also ein ganz enger statistischer Zusammenhang zwischen den Bodenwerten und zwischen den Aktienkursen. Ich habe mir die Mühe gemacht, habe mal geguckt für England, 0,83, das ist Signifikanzniveau. Auch ein relativ enger statistischer Zusammenhang. Nicht ganz so sehr, weil wir haben da noch andere Sachen, die mittlerweile eine Rolle spielen, wie Patente, aber auch noch relativ eng. Für die USA hatte ich auch mal geguckt, was ist das? Ein bisschen weniger, aber auch noch 0,66 und statistisch signifikant. Mit anderen Worten, es gibt hier einen statistischen Zusammenhang. Die These, dass letztlich Investitionen in Eigenkapital, in Aktien zum Beispiel, nichts anderes ist als indirekte Investments in Land. Und dementsprechend, wenn sich das eine aufbläst, bläst sich auch das andere auf. Das bislang konnte mir noch keiner das Gegenteil beweisen. Nochmal zurück zu Herrn Walter, zu meinem Kollegen. Vor dem Hintergrund dieser Analyse
kann man sich die Frage stellen, was tun, um hier dieses Asset-Vermögen, das vor allen Dingen ein Aufblasen von Land ist, aber nicht nur, so viel möchte ich auch sagen, wenn Kunstgegenstände zu astronomischen Preisen gehandelt werden, hat das ähnliche Effekte. Könnte man sich auch noch darüber unterhalten, möchte ich jetzt aber nicht. Kann man sich die Frage stellen, was kann man tun, um diese Blase hier zu verhindern, damit dieser Reifen hier wieder rund läuft? Die herkömmliche Art und Weise, wie man so etwas in den Griff bekommt, die auch unsere Politiker, unsere Zentralbankchefs verfolgen, ist zu sagen, Leute von der Zentralbank, ihr müsst eine entsprechende Politik verfolgen. Irgendwann müsst ihr halt mit den Zinsen wieder nach oben gehen. Nur wenn sie mit den Zinsen nach oben gehen, platzt die Blase mit allen Konsequenzen sozialer Hinsicht und auch ökologischer Hinsicht. All das, was wir mühsam mit viel Ressourcenverbrauch aufgebaut haben, geht dann wieder kaputt. Ist das eine intelligente Lösung? Ich glaube nicht. Andere sagen, ihr müsst auch versuchen, diese Pumpe da in den Griff zu bekommen. Das sind vor allen Dingen die Befürworter der sogenannten Vollgeldtheorie, die da sagen, wir müssen die Geldschöpfung, also die Geldschaffung der privaten Banken, also der größte Teil des Geldes wird heute, wie gesagt, privat geschafft, das muss verstaatlicht werden, das muss in staatliche Hand. Die Zentralbank darf nicht nur die Zentralbank Geldemission regeln, sondern sie muss auch den Buchgeldumlauf voll unter Kontrolle haben. Deswegen Verstaatlichung des Buchgeldes. Und es gibt noch einen weiteren Ansatzpunkt, der ist aber, den möchte ich Ihnen gleich vorstellen, der geht noch viel weiter, der geht richtig rein bis in die Eigentumsordnung und der geht auch rein bis in das Abgabenwesen. Meines Erachtens geht es auch nicht ohne. Auch diese Verstaatlichung des Buchgeldes, die beispielsweise von Huber, das ist der größte Exponent im deutschsprachigen Raum, vorgeschlagen wird, ist nur eine Teillösung, wenn man hier an dieser Stelle nichts tut. Wenn man es zulässt, dass es weiter Renten gibt, zum Beispiel Bodenrenten, wenn die Zinsen sinken, das eben zu einem Aufblasen von Aktienkursen und von Bodenwerten führt. Huber möchte jetzt sagen, okay, wir möchten verhindern, dass die privaten Banken eben Kredite schöpfen, um so etwas noch zusätzlich zu alimentieren, indem wir das Geldwesen voll verstaatlichen. Ich habe allerdings Zweifel, ob es ausreicht. Meines Erachtens ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht voll ausreichend. Gut, also es gibt einen Ansatzpunkt, der heißt Geldreform. Und hier sehen Sie doch mal die angekündigte Grafik. Hier unten, dieses kleine Teil, 848 Milliarden in 2012 war Bargeld. Fast 4.000 mal 1 Milliarden Euro waren Sichteinlagen, die Zahlungsmittelfunktion haben. Und Sie können das Geldwesen noch viel weiter fassen, noch Spareinlagen, Termineinlagen, ich mache es sehr ungern, noch mit reinnehmen. Aber allein schon dieses hier, das ist fast fünfmal so viel wie das Bargeld, die Sichteinlagen. Die haben alle Zahlungsmittelfunktionen und werden durch private Transaktionen von privaten Banken geschaffen. Da sagt Huber zum Beispiel, muss verstaatlicht werden. Das darf nicht in der Hand von Privaten sein. Ansonsten geben wir eine ganz wesentliche Steuerungsfunktion aus der Hand. Meines Erachtens richtig, aber nicht ausreichend. Ein zweiter Ansatzpunkt ist das sogenannte Freigeld. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Freigeld. Was möchten die erreichen? Geht zurück auf den Geldtheoretiker Silvio Gesell. Das geht vor allen Dingen gegen den Zins, aber nicht nur. Die sagen, wir möchten eine Umlaufsicherungsgebühr. Wenn jemand zum Beispiel etwas verkauft, aber dann auf dem Geld sitzen bleibt und nichts mehr tut mit dem Geld, dann soll er dafür etwas bezahlen. Denn in dem Augenblick, wo er auf dem Geld sitzen bleibt, seinerseits nichts mehr kauft, blockiert er andere Wirtschaftsteilnehmer, können die kein Einkommen mehr erzielen. Also, aus diesem Grund eine Art Besteuerung der Liquidität. Wenn die Liquidität träge ist, wenn man nicht mit seinem Geld anfängt, eine Art Abgabe drauf. Und man kann diese Abgabe nur dann entrinnen, wenn man das Geld in den Umlauf bringt. Also mit anderen Worten, so eine Umlaufsicherungsgebühr könnte auch dazu führen, dass hier die Barliquidität und auch die durch Sichteinlagen sozusagen wieder hier in diesen Reifen zurückgepresst wird. Insoweit auch ein guter Ansatz, aber ebenfalls alleine für sich genommen nicht ausreichend. Über diesen Ansatz könnte man auch lange, lange diskutieren. Vielleicht hat der eine von Ihnen oder der andere schon mal davon gehört in der Diskussion, gerne, aber ich kann das jetzt nicht ausführlich machen.
Gut, man kann es im Übrigen auch kombinieren, wurde auch schon diskutiert, als Vollfreigeld. Also, dass man auf der einen Seite sagt, wir machen Termineinlagen, wenn Sie beispielsweise von Ihrer Nachbarin etwas kaufen, und zwar mit Bargeld, dann sagt die Zentralbank, es gibt hier ein bestimmtes Sichtguthaben, eine bestimmte Sichtguthabenmenge, und das wird dann schlicht und ergreifend umgeschrieben. Vorher hat es Ihnen gehört, dann gehört es Ihrer Nachbarin. Es wird aber nicht zusätzlich geschaffen, ohne dass die Zentralbank das will. Nur die Namen, die Berechtigten werden geändert. Also das ist gemeint mit Vollgeld, Freigeld, dazu noch eine Umlaufsicherung, damit das Zeug auch wirklich zirkuliert, auch in der Realwirtschaft zirkuliert, Kombination Vollfreigeld. Das ist einer der Ansätze, die diskutiert werden. Andere Maßnahmen, die sicherlich auch von großer Bedeutung sind, wären Haftungsverschärfung, Transparenz. Das alles wurde von unseren Politikern zu Recht diskutiert. Ist gut, dass es diskutiert wurde. Leider zu wenig draus geworden. Aber eine dritte Sache, die von großer Bedeutung ist, ist die Abschöpfung der Bodenrente. Und darüber diskutiert in Deutschland, entschuldigen Sie, kein Schwein. Das ist auch vor dem Hintergrund sehr erstaunlich, dass dieser Mann hier, Henry George, ich frage mal rein, wer kennt den Namen? Wer hat ihn schon mal gehört? Sein Buch wurde circa 4 Millionen Mal aufgelegt. Also eines der meistgelesensten Bücher, aber vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum, hier in Deutschland so gut wie unbekannt. Ganz erstaunlich. Und der hat diesen Herrn hier animiert, den Herrn Stieglitz, sich auch damit zu beschäftigen. Der vertritt im Prinzip genau dieselben Thesen, die ich Ihnen heute hier erzähle. Gut, was will er also, der gute Henry George? Der gute Henry George sagt, wir müssen diese Bodenrente abschaffen. Wenn Sie sich nochmal überlegen, Bodenrente, da war der eine Bauer, der sehr viel für sein Grundstück bekommt, weil er eben zufälligerweise nah an der Stadt wohnt, und der andere weit weg, der bekommt fast gar nichts. Nur, ist das auf irgendeine Leistung des Bauern zurückzuführen? Nein. Und würde er seine Kartoffeln nicht mehr anbieten, wenn man ihm diesen Zusatzvorteil wegnehme? Nein, er würde immer noch seine Kartoffeln anbieten. Er muss auf seine Kosten kommen und ein bisschen darüber hinaus. Das ist wichtig. Ne? Aber nicht so einen gigantischen Zusatzvorteil. Das ist nicht unbedingt notwendig. Da kann er auch gar nichts dafür. Also, ein ganz großes Problem ist, dass der Suche nach Renten, des Rent-Seeking. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, es gibt ein berühmtes Buch von Gordon Tullock, The Rent-Seeking Society, also die nach Renten suchende Gesellschaft, nach ökonomischen Renten. Das Problem ist, dass diese Gewinne, die ich Ihnen gerade dargelegt habe, die auf Sondervorteilen beruhen, letztlich auf der Verfügungsmacht von Ressourcen, dass die privatisiert werden von einer relativ gut organisierten, relativ kleinen Kaste. Aber die Risiken, die damit zusammenhängen, werden auf schwach organisierte Gruppen abgewälzt. Und wenn Sie tatsächlich auf den Finanzmärkten reinen Tisch machen wollen, können Sie das eigentlich nur beheben durch eine Reform der Abgabenordnung und der Eigentumsordnung. Und damit meine ich nicht, wie viele Sozialisten, dass die Fabriken und so weiter verstaatlicht werden sollen, sondern dass diese Privilegien, nämlich diese Verfügungsmacht über exklusive Ressourcen weggenommen werden sollen. Nämlich, wo die bestehen, gibt es auch keinen Wettbewerb. Das ist wettbewerbsfeindlich, das ist leistungsfeindlich. Übrigens auch etwas, was der gute Israel Kirzner sehr stark betont hat, so definierte Monopole. Was haben wir heute, wenn wir uns Land anschauen? Es ist ein wunderbares Spiel. Wir haben exklusive Bodenrenten und im Übrigen, wir können nicht nur Erträge erzielen, ohne dass wir dafür etwas tun, zum Beispiel der Eigentümer in München eines exklusiven Grundstücks, sondern wir können auch andere behindern, indem wir zum Beispiel nichts tun mit einem Grundstück, dieses Grundstück horten, damit spekulieren. Dann haben andere auch keinen Zugriff darauf. Es macht im Übrigen besonders viel Spaß, mit solchen Grundstücken zu spekulieren, wenn die Preise gerade steigen, wenn der Markt diese Grundstücke auf dem Markt bräuchte. Gerade dann macht es aber Sinn, die zurückzuhalten. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht. Weiter, die Kosten, die mit diesen Renten zusammenhängen, nämlich Kosten der Planung, vor allen Dingen der Infrastruktur, die werden aber größtenteils auf die Gemeinschaft abgeschoben. Also mit anderen Worten, eine Entkopplung von Nutzen und von Kosten.
Und eigentlich sollten Ökonomen wissen, dass wenn es eine Entkopplung von Nutzen und Kosten gibt, das niemals so richtig gut geht, dass es dort Probleme gibt. Bei unserem Privateigentum an Grund und Boden und an Ressourcen haben wir das aber regelmäßig so institutionalisiert. Also eine Entkopplung von Kosten und von Nutzen. Das gilt es meines Erachtens abzuschaffen. Also wie gesagt, was ich Ihnen hier erzähle, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist in Deutschland so gut wie unbekannt. Das hier ist der Herr Hotelling, hat einen Nobelpreis bekommen. Das hier ist der Herr Vickery, der hat einen Nobelpreis bekommen. Das hier ist der Herr Stieglitz, der hat auch einen Nobelpreis bekommen. Die erzählen im Prinzip dasselbe, was ich Ihnen erzähle. Das finden Sie aber in den orthodoxen Lehrbüchern nicht. Komischerweise. Ne? Also die sind sehr selektiv, fast wie das Neue Testament. Ne? Man kanonisiert bestimmte Sachen, die einem in den Kram passen, andere werden nicht kanonisiert. Was haben die gesagt? Die haben gesagt, letztlich, wenn Sie sich noch mal erinnern, Bodenwert ist Bodenrente durch Realzinssatz. Wie kommen denn überhaupt die Bodenrente zustande? Die Bodenrenten kommen zustande letztlich durch öffentliche Güter und Dienstleistungen. Und nur mal ganz kurz ein Beispiel, damit Sie es erkennen. Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, die Bodenrenten und Bodenwerte hängen sehr stark vom Standort ab. Der Standort wiederum muss aber erst in Wert gesetzt werden durch öffentliche Güter und Dienstleistungen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wir sind in Hamburg. Da ist eine Schlange von Hunderten von Leuten, die wollen alle eine Wohnung anschauen, weil sie die mieten wollen. Sie kennen solche Szenen aus dem Fernsehen. Einer bekommt dann nachher die Wohnung, der zahlt eine Wuchermiete. Wofür zahlt er die? Für die Ziegelsteine, für den Mörtel oder wofür? Nein, der zahlt dafür, dass der Eigentümer dieses Grundstücks das Riesenglück hatte, dass er da ein Grundstück in Hamburg besitzt. Eine Scholle. Das ist der Grund. Also, er zahlt Bodenrente vor allen Dingen. Das kann im Übrigen Loch sein. Meistens, wer schon mal von Ihnen in New York war, der weiß, da, wo es sehr teuer ist, da finden sie auch oft Löcher, weil die Leute gar kein Geld mehr haben, wenn sie ein Grundstück gekauft haben, da was Anständiges drauf zu bauen. Gut, der zahlt viel Geld an den Grundstückseigentümer. Gleichzeitig, und jetzt wird es interessant, geht er auch noch arbeiten. Er zahlt Lohnsteuer, wenn er einkaufen geht, zahlt er Umsatzsteuer. Was passiert mit diesem Geld? Dieses Geld wird verwendet vom Vater Staat, um Universitäten zu bauen, Krankenhäuser zu bauen, Infrastruktur zu bauen, die dann wieder das Grundstück dieses Eigentümers in Wert setzen. Mit anderen Worten, er zahlt zweimal. Das ist den meisten nicht bewusst. Also, die öffentlichen Güter und Dienstleistungen machen überhaupt erst Bodenrenten möglich. Wenn es keine Sicherheit gäbe in München, dann kann die Aussicht auf die Alpen noch so schön sein. Wenn da Taliban rumwerkeln und herrschen, dann ist der Boden wertlos. Hamburg, das Beispiel, ne? Wenn da Piraten wie an der Küste Somalias da rumwurschteln, ist der Boden auch wertlos. Das sind alles öffentliche Güter, die ihn erst in Wert setzen. Ne? Gut, also öffentliche Güter und Leistungen setzen den Boden in Wert. Und das Interessante ist, die hier haben herausgefunden, das geht nicht auf Henry George zurück, letztlich können sie sogar sämtliche Güter und Dienstleistungen aus diesen Renten bezahlen. Wir bräuchten überhaupt keine Steuern. Sie müssten nur konsequent diese Renten abschöpfen. Jetzt können Sie sich für diejenigen, die mathematisch bewandert sind, vorstellen, was das bedeutet hier für den Bodenwert. Und für diejenigen, die meinem Vortrag gerade gefolgt haben, auch, was das bedeutet für den Wert von Aktien und so weiter. Das bedeutet nämlich, wenn Sie die Bodenrente abschöpfen, ist der Bodenwert verschwindend gering, so gut wie nicht mehr vorhanden. Und bedeutet auch, Eigenkapital hat seine Bedeutung von heute verloren in Unternehmen. Also, das könnte man eigentlich verwenden, um öffentliche Güter und Dienstleistungen, Universitäten und so weiter, Krankenhäuser zu finanzieren. Tut man aber nicht. Warum? Weil wir einen Konsens haben oder wir denken einfach nicht drüber nach, dass wir diese Bodenrenten privatisieren. Da links sehen Sie, das Einkommen setzt sich zusammen aus privaten und aus öffentlichen Gütern. Und hier sehen Sie Einkommensverteilung, Löhne, für den Faktor Arbeit, Zinsen, für den Faktor Kapital, Renten, für den Faktor Boden in einem weiten Sinne. Wir gehen heute hin und lassen es zu, dass diese Bodenrenten privatisiert werden. Dass also dieser Zusammenhang entkoppelt wird. Gut, wer bezahlt denn dann die öffentlichen Güter und Dienstleistungen?
Natürlich wird das bezahlt aus Löhnen und aus Zinsen, weil aber das Kapital flüchten kann, hängt der Löwenanteil an den Löhnen. Und weil man die Kuh nicht unendlich auspressen kann, ohne sie kaputt zu machen, haben wir Schlaglöcher in den Straßen, nicht genügend Ausstattung in den Universitäten und Krankenhäusern und so weiter und so fort. Und mit anderen Worten, unsere öffentlichen Güter sind permanent mangelbar. Auch hier eine Sache, die daran hängt, die in Deutschland aber ebenfalls erstaunlicherweise überhaupt nicht diskutiert wird. Also mit anderen Worten, wenn ich hier sage, das Finanzsystem ist schräg, ist nicht nur das Finanzsystem schräg, sondern unsere gesamte öffentliche Finanzierung. Gut, also wie gesagt, das Zeug hat die Gemeinschaft geschaffen, die Rente, und die gehört auch der Gemeinschaft. Und diesen Zusammenhang sollte man wieder herstellen. Und das ist eine ganz essentielle Geschichte, ist eine sehr radikale Geschichte, weil die mit einer Eigentumsreform und mit einer Reform des Abgabenwesens verbunden ist. Also Sie müssen letztlich die privaten Eigentumsrechte an allem, was nicht die Menschen selber geschaffen haben, sondern was schon da ist, müssen Sie wieder nehmen und in öffentliches Eigentum bringen. Atmosphäre, kein privates Eigentum. Auf dem Weg sind wir. Wasser, kein privates Eigentum. Boden, kein privates Eigentum. Elektromagnetisches Spektrum, das heute unentgeltlich zugewiesen wird, kein privates Eigentum. Staat- und Landerechte, die heute verschenkt werden, kein privates Eigentum. Und so weiter und so fort. Aber genau das machen wir heute. Gut, also das wäre das, was ich hier zu sagen hätte. Ich glaube, ich habe Ihnen eine Menge Diskussionsstoff gegeben. Dankeschön. Haben Sie Fragen? Bitte schön. Ist die Lobby der Steuerberater nicht ein sehr großes Hindernis, aber unabhängig von den politischen Möglichkeiten? Ich stelle mir vor, Ihr Modell, da haben wir ja eine Branche, die plötzlich arbeitslos wird. Ich bin selber Steuerberater. Und interessant war, wir haben zurzeit ein Projekt in China, wo wir den Chinesen, vielleicht darf ich ein bisschen ausholen, ist zurzeit sehr interessant, China, weil China steht vor einer Urbanisierungswelle, hat die Menschheit noch nicht gesehen. Die wollen bis zu 250 Millionen Menschen in den nächsten 10 Jahren in Städte, die neu geschaffen werden sollen, sozusagen reinpacken. Und das wird natürlich dazu führen, dass dort die Bodenrenten enorm ansteigen und interessanterweise auch, dass dort ein enormes spekulatives Potenzial entstehen wird, auch enorme soziale Ungleichgewichte. Diejenigen Chinesen, die heute reich geworden sind, sind es durch Immobilienspekulation, da ging es um Bodenspekulation. Interessanterweise, obwohl es sich um staatliches Eigentum handelt. Warum? Weil sie diese Bodenrenten eben doch in die private Tasche stecken können. Also insoweit ähnlich wie Privateigentum. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle es Ihnen deswegen, weil wir da ein schönes Projekt hatten. Da hatten wir verschiedene westlichen Experten zusammengerufen, darunter auch einige Australier. Und Australien ist da eigentlich besonders weit, also vielleicht weltweit führend, deswegen, weil der Henry George im Jahre 1880 mal so eine 3-monatige Vortragsreise gemacht hatte, die bis heute noch ihre Spuren hinterlässt. Und da waren auch Steuerberater dabei, die genau dasselbe gesagt haben wie ich. Ne? Also die sich sozusagen ihre eigenen Fundamente weggezogen haben. Sie haben schon recht, es spricht letztlich gegen die Interessen der Branche. Aber gerade Steuerberater sehen auch, was für ein Irrsinn wir haben. Ich habe Ihnen ja nur einen Teil dieser ganzen Geschichte erzählt. Ein anderer Teil ist natürlich auch, Sie können die ganze Bodenrente als das betrachten, was am Schluss, also der Gewinn der Gesellschaft, ne? Der Gewinn der Gesellschaft, der übrig bleibt, nachdem Arbeit und nachdem Kapital bezahlt worden ist. Und dieser Gewinn wird heutzutage privatisiert. Und Sie können jetzt sagen, je mehr verrückte Steuern Sie einführen, und Deutschland ist sehr verrückt mit Steuern, also es wird ja gesagt, so 70% der Weltsteuerliteratur behandelt deutsches Steuerrecht, umso weniger Gewinn haben Sie. Denn wenn man Ihnen beispielsweise sagt,
wenn sie anfangen zu arbeiten, musst du aber 50-60% an Vaterstaat wieder abgeben, dann vergeht ihnen die Lust zu arbeiten. Mit anderen Worten, sie überlegen sich, ob es sich besser ist, Freizeit zu machen, in den Biergarten zu gehen, anstatt zu arbeiten, nur am Schluss auf 40% zu sitzen. Aus diesem Grund, wie soll ich sagen, haben die Steuern eine Wirkung, die weit noch über das, was ich Ihnen da gerade erläutert hatte, hinausgehen. Sie sind auf der einen Seite ein Umverteilungsmechanismus, weil sie vor allen Dingen angreifen bei denjenigen, die arbeiten, über die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer. Das sind die beiden wichtigsten Steuerarten, anteilsmäßig. Und die erwischen eben gerade nicht diejenigen, die besonders viel verdienen, sondern es ist letztlich, auch wenn wir nominal eine Progression haben, im Prinzip wird damit letztlich nur dieser Rentenstaat, den ich Ihnen da gerade dargestellt habe, aufrechterhalten. Die positiven Umverteilungswirkungen relativ gering. Und gerade Steuerberater sehen das eben in besonderem Maße, wie sich gerade Gutverdienende und Bestverdienende diese Schlupflöcher zunutze machen und eigentlich relativ wenig bezahlen und das meiste an Arbeitnehmern und so weiter hängen bleibt, die eigentlich kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Bitte schön. Ich würde mal sagen, wie Sie die geschichtliche Dimension sehen, der Eigentumsordnung und auch dieser Abgabenordnung. Die Lösungsansätze, die Sie gezeigt haben, sind ja durchaus realistisch. Wenn man sie umsetzen könnte auf der geschichtlichen Kontext, kann man sie ja nicht umsetzen. Also die Geschichte, die Wirtschaftsgeschichte, ist ein ganz interessanter Punkt. Das, was ich Ihnen gerade erzählt habe hier mit dem Einsammeln der Rente, das waren im Prinzip Thesen. Ich hatte gerade gesagt, die Neoklassik ist eine Antiklassik. Die haben im Prinzip die Physiokraten schon vertreten, 1700 noch ein paar zerquetschte. Danach Adam Smith hat im Prinzip genau dasselbe gesagt, wie ich Ihnen heute erzählt habe. Es haben später auch noch bekannte Ökonomen vertreten. Im Übrigen, ich weiß nicht, wer von Ihnen sehr fit ist mit der Neoklassik auch. Es gibt einige sehr bekannte Ökonomen, die Sie auch in dem Variant finden, wie zum Beispiel den Herrn Walras, der diese ganze mathematische Gleichgewichtstheorie erfunden hat, wie zum Beispiel den Herrn Gossen, von dem das Gossensche Gesetz stammt, wie zum Beispiel der John Stuart Mill. Die haben im Prinzip dasselbe gesagt wie ich. Die haben gesagt, es darf nicht sein, dass Sachen, die niemand geschaffen hat, dass die sich angeeignet werden, monopolisiert werden und aufgrund dieser Sondervorteile dann diese Privilegien auch ausgespielt werden. Also das kann nicht sein, das müssen wir verhindern. Und da müssen wir einen klaren Schnitt machen zwischen Kapital, das man vermehren kann und wo es Wettbewerb gibt, und Boden in einem ganz weiten Sinne, wo es diesen Wettbewerb eben nicht gibt. Also jetzt rein dogmenhistorisch. Wenn man sich das wirtschaftshistorisch anschaut, dann kann man sagen, Grund und Boden, das war eigentlich immer schon eine sehr alte Abgabenquelle. Können Sie bis in die Bibel eigentlich zurückverfolgen. Im Übrigen auch wie den Zins. Das waren so die beiden Sachen. Auf der einen Seite stand da drin letztlich in der Bibel, die Erde ist des Herrn. Das kann man so interpretieren. Die Erde ist etwas ganz Besonderes. Soll man nicht handeln, da soll man nicht Handel treiben wie mit anderen Waren auch, sondern sie soll allen gehören. Kann man so interpretieren. Wird natürlich nicht von allen interpretiert. Und auch die Geschichte mit dem Zins, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Zins ist keine gute Sache. Aber wenn der Zins sinkt und wir haben Privateigentum an Grund und Boden, dann ist es natürlich verheerend. Wenn Sie sich nochmal diese eine Formel da vor Augen halten, die ich Ihnen dargestellt habe hier, nehmen Sie an, Realzinssatz geht bis auf Null und die Bodenrente ist privat, dann steigt theoretisch der Bodenwert bis ins Unermessliche und wir haben einen Ressourcenfeudalismus. Also das kann man auch nicht wollen. Deswegen kann man sagen, letztlich, man kann bis auf die Bibel zurückgehen, die großen monotheistischen Religionen, die das gemacht haben. Man kann sogar auch andere Kulturkreise, die Chinesen, die älteste Steuer waren, das waren Bodensteuern, die schon gemacht haben. Die Zinskritik allerdings nicht so sehr. Also von daher, es ist schon in den verschiedenen Kulturen angelegt, aber es wurde nicht konsequent weitergedacht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage zufriedenstellend beantwortet habe. Interessant. Bitte. Ja, meine Frage geht in die gleiche Richtung, wir müssen weitergehen. Da angenommen, effektiv, es gäbe eine politische Mehrheit, die Abgaben, die Eigentumsrechte so ändern zu wollen, wäre es verfassungsrechtlich machbar oder müsste dann die ganze Verfassung auch geändert werden? Also das ist natürlich eine ganz haarige Sache, die Sie da ansprechen. Zum einen deswegen, weil Rechtsbegriffe ja eigentlich immer unbestimmt sind. Also wenn Sie mal
wo ich an den Fall Hitzelsberger denke, wenn Sie mal 30, 40 Jahre zurückgehen, als Homosexualität noch unter Strafe stand, ne, da würde auch heute dieselbe Verfassung, würden alle Leute ganz anders auslegen. Ne? Also mit anderen Worten, Rechtsbegriffe sind unbestimmt und Rechtsbegriffe können Sie in unterschiedlicher Art und Weise auslegen, je nachdem, was gerade der gesellschaftliche Konsens ist. Dennoch habe ich Zweifel tatsächlich, ob der Artikel 14 und 15 das, was ich Ihnen gerade hier erzählt habe, tatsächlich hergeben. Also zumindest nach dem heutigen Verständnis, das Verfassungsrichter heute haben, wäre es sehr problematisch. Bitte schön. Ich habe eine Frage zur konkreten Vorstellung. Also wie das Umweltministerium jetzt auf dem Beispiel jetzt von kleinen Bauern abgesehen, wenn wir großen Nahrungsmittelproduzenten wie Nestlé, die große Ländereien, sag ich mal, haben, die hätten dann eine, also nachdem wurde eine, sozusagen eine Abgabe auf die Rente als Land zu zahlen, aber eben nicht auf die Maschinen und alles andere verbringen. Aber das Land sozusagen, darauf hätten die dann so eine große Abgabe. Und genauso Immobilienreihe eben auf die Grundstücks. Das haben Sie so richtig verstanden, genau. Also man würde zum Beispiel hingehen und sagen, ich bringe Ihnen mal ein anderes Beispiel, Sie hatten Nestlé angewandt. Man würde zum Beispiel hingehen und sagen, Aldi oder Lidl, das sind die reichsten Leute in Deutschland. Das sind die Herren Aldi und Lidl, ist ja komisch, ne? Mit Discountern, ne? Werden die so reich. Was ist da aber passiert mit Aldi und Lidl? Letztlich hat man denen auch wieder eine Ressource, eine ganz wichtige Ressource für ein Apfel und ein Ei gegeben. Man hat denen nämlich erlaubt, ihren großflächigen Einzelhandel an Ortschaften, die nicht unbedingt besonders sozialverträglich sind und nicht unbedingt besonders verträglich sind für die Innenstädte, auszurichten, mit enormen externen Effekten. Meines Erachtens, ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieses Konzept des großflächigen Einzelhandels verboten gehörte, nein, aber es gehört eingeschränkt. Meines Erachtens müsste man hingehen und sagen, Aldi und Lidl, okay, es darf euch geben, aber die Standorte nur noch an bestimmten Standorten, nicht mehr so extensiv wie heute. Und diese Standorte werden bitte schön versteigert. In den Städten, nicht mehr so weit außerhalb, in stadtintegrierten Lagen, und die werden versteigert, sodass diese ganzen Sondergewinne, die Aldi und Lidl heute machen, weg sind. Wenn Sie sich heute anschauen, nur dadurch, dass man denen letztlich diese ganzen Flächen, die Damen mögen entschuldigen, in den Hintern geschoben hat. Nur dadurch konnten sie diese riesen Marktanteile, die sie heute haben, nämlich von über 80%, so dass sich sogar das Kartellamt dessen jetzt annehmen muss, überhaupt bekommen. Und wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt sich anschauen, ja, wie sieht es mit Konkurrenz aus? Ja, es gab ja Konkurrenzversuche und man mag jetzt das gut finden oder nicht. Also zum Beispiel Walmart, ich mag die auch nicht. Ne? Die haben ja versucht, in den deutschen Markt einzutreten, haben es nicht geschafft, weil die anderen eben alles schon abgedeckt hatten, haben überhaupt keine Chance gehabt. Ne? Mit anderen Worten, die haben sich hier ein Privileg genommen, ne? Und dieses Privileg geht zulasten des Wettbewerbs, dieses Privileg geht auch zulasten des inhabergeführten Handels. Dieses Privileg geht zulasten der Innenstädte und so weiter. Es sind enorme externe Kosten damit verbunden, die aber nicht bezahlt werden von den Herrn Aldis und den Herrn Lidls. Also wenn es nach mir ging, müsste man ganz konkret, wo Sie fragen, damit anfangen zu sagen, also solch eine Standortplanung für Aldi, Lidl und mit Nestlé könnte man dasselbe machen, letztlich nur noch auf Flächen, die dem Land gehören. Das dürfen nicht den Kommunen überlassen, sondern man müsste es landesweit machen, dem Land gehören, und diese Flächen nur noch sehr knapp bemessen, nur noch an bestimmten Lagen integriert in irgendwelche Städte, auch nicht mehr so großflächig, und die werden dann versteigert. Da werden Sie sehen, wie schnell wieder andere neue Formen aufkommen, und Sie werden auch sehen, dass zum Beispiel meine 90-jährige Nachbarin, die heute fast keine Chance mehr hat, an ihr Futter zu kommen, weil in der Stadt mittlerweile sämtliche Geschäfte gestorben sind, und sie kein Auto hat, ne, dass die auch wieder eine Chance bekommt, etwas zu Fuß etwas zu bekommen. Ist das so? Okay. Also, wenn ich noch mal einen Satz dazu sagen darf, wo Sie gesprochen haben über Nestlé, ich gerade über Aldi, Lidl und so weiter, ist natürlich auch ein Problem des internationalen Wettbewerbs. Und man müsste so eine Politik auch letztlich international auch koordinieren. Ne? Sie haben gerade bei den Nahrungsmitteln, da kann man unheimlich viel Geld verdienen, da ist in der Spitze sozusagen der Wertkette, gerade bei den Nestlés, bei den Aldis, bei den Lidls, bei den Supermärkten ist eine unheimliche Macht vorhanden.
Es gibt mittlerweile schon Ansätze, zum Beispiel die indische Regierung hat das gemacht, was ich Ihnen gerade erzählt habe, nämlich lizenziert, gerade bei Metro. Die wollten nicht, dass Metro in den heimischen Markt reingeht und da den ganzen kleinen Handel aufmischt, sondern sie wollten, dass der organisch sich weiterentwickeln kann. Und das ist meines Erachtens der richtige Weg. Bitte. Ja, das ist ja auch im Endeffekt die Frage gewesen, dass das in anderen Ländern so ist, oder ob es da Vorbilder gibt. Ja, es gibt, aber die haben praktisch eine quantitative Restriktion gemacht. Meines Erachtens müsste man es versteigern, damit auch letztlich die Renten dann abgesogen werden und auch in den Haushalt dann da gehen. Ja. Also es ist eben auch ein Riesenproblem mit diesem Rent-Seeking, das da eben passiert. Überall, wo Korruption ist, finden sie die Suche nach solchen Renten auch. Ne. Bitte schön. Das ist überhaupt kein Widerspruch, was Sie da gerade sagen. Denn wenn ich zum Beispiel sparen möchte, wenn ich sparen möchte, transportiere ich ja Werte von heute auf einen anderen Zeitpunkt der Zukunft, wo ich diese Werte wieder konsumiere. Also zum Beispiel baue ich heute ein Boot oder eine Hütte und dann gucke ich, dass ich das vermiete oder verpachte und ich bekomme dann irgendwann über die Pachtzahlung und so weiter, kann ich das, was ich reingesteckt habe, dann später wieder rausholen. Ne? Etwas, was ich geschaffen habe, verzehre ich dann später wieder. Ne? Also so sollte eigentlich Sparen sein. Was ist aber, wenn ich letztlich in Grund und Boden investiere? In Grund und Boden, da kann ich ja nicht einen Wert von heute auf morgen transportieren. Da kann ich nur etwas, was heute da ist, aufblasen. Und später kann das wieder platzen. Und wenn Sie dem folgen, was ich gerade gesagt habe, dass letztlich Aktien nichts anderes sind als eine indirekte Investition in diese ganzen Späße, dann passt es auch für Aktien. Sie können weder in Grund und Boden volkswirtschaftlich gesehen sparen, noch können Sie in Aktien volkswirtschaftlich gesehen sparen. Sie können die Sachen nur aufblasen. Das ist im Übrigen auch ein fundamentales Missverständnis des ganzen Riester-Programms, das insoweit meines Erachtens auf ein ganz falsches Pferd sitzt. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie gerade stellen. Also man kann eigentlich nur investieren im Sinne von Vorsorge in etwas, was man wirklich schaffen kann und später auch verzehren. Aber das geht hier gerade nicht. Bitte. Ich würde mal interessieren, wie beurteilen Sie den großen Einfluss der Finanzinvestoren, zum Beispiel Goldman Sachs oder wie heißt der andere, Blackstone, also die haben ja weltweit die Vernetzung zu ihrer Macht, auch mit Geldern, privaten Geldern, Sie haben es ja angesprochen. Das kann man ja gar nicht verhindern. Nämlich die Leute, die da investieren in diese Fonds, die wollen ja irgendwann mal eine Rente haben, so wie wir unsere Rentenversicherung, Umlagensystem und solche Sachen, die wollen ja irgendeine Sicherheit haben. Sonst würden sie ja ganze Volkswirtschaften letztendlich vernichten, wenn man diese Gesellschaften angehen würde. Ja, ich denke, das tun sie ja auch. Ne? Und wenn Sie sich anschauen, wir haben ja eine Mischung. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sehen schon, dass solche Blasen zum Beispiel eine sehr ungesunde Sache sind. Ne? Sie trauen sich das aber nicht zu sagen. Es gab ja auch Whistleblower in der Finanzwelt, die da etwas gesagt haben, die dann aber nicht mehr glücklich geworden sind. Die anderen, die nichts gesagt haben, die konnten dann kurzfristig noch auf der Blase mitschwimmen, haben geguckt, dass sie noch ihr Schäfchen ins Trockene gebracht haben und wenn sie klug waren, sind sie schnell genug abgesprungen. Wenn nicht, waren sie nachher arbeitslos, als diese Blase dann geplatzt ist. Auch unter den Investmentbankern hat es diese Konjunkturen gegeben. Aber ich habe die Befürchtung, auch die wenigsten Investmentbanker, man sieht ziemlich stark nur den eigenen kurzfristigen Profit, die wenigsten sehen eigentlich den systemischen Zusammenhang. Und das hat man eigentlich am deutlichsten daran gesehen, wie stark die Ratingagenturen zum Beispiel versagt haben. Also die Ratingagenturen, da war auf der einen Seite das Problem, dass natürlich diejenigen, die sie kontrollieren sollten, auch bezahlt haben. Auf der anderen Seite war das Problem auch, dass dieser systemische Aspekt offensichtlich nur eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Dass man also gedacht hat, die Party geht immer so weiter, wenn die Zinsen immer weiter sinken, dann müssen die Bodenpreise immer weiter steigen und die Kredite sind eigentlich immer mehr wert, dann können wir auch der Krankenschwester die noch überreden, noch eine Immobilie zu kaufen und so weiter, selbst wenn sie sich bezahlen kann, wir können es immer noch gut verwerten, dass diese Party irgendwann mal zu Ende sein kann, das wollte eigentlich keiner so richtig denken.
Also ich glaube, dieses ganze Systemische, Langfristige, das fehlte da auch. Und das wird im Übrigen auch in den Universitäten meines Erachtens viel zu wenig beigebracht. Zumal die Ratingagenturen ja teilweise diesen Gesellschaften gehören. Auch, ja. Das ist ja das Problem. Also die, das ist ja eigentlich Insider-Geschäft. Das ist eine ganz ungute Verflechtung, die wir da haben, in der Tat. Daniel. Wenn du gerade gehört hast, der Eigenkapitalanteil bei einer Kreditvergabe für Wohneigentum ungefähr dem Bodenwertanteil entspricht. Sieht man das bei den unterschiedlichen Städten, ist da der Anteil auch unterschiedlich hoch? Also muss man in München bei einem Kredit einen höheren Eigenkapitalanteil aufbringen als in anderen Städten? Das sollte so sein. Ich muss aber noch eine wichtige Ergänzung machen. Das sollte bei, in Anführungszeichen, solider Finanzierung so sein. Also gerade bei Blasenbildung stellt man natürlich auch fest, dass irgendwann die Banken wild werden und tatsächlich Kredite auch auf Grund und Boden geben. Und das ist meines Erachtens dann solche 100% Finanzierung, wenn die überhand nehmen. Das ist dann meines Erachtens wirklich schon ein pathologisches Zeichen. Aber man sieht es auch in der Tat, ne, dass man da viel mehr Geld, auch Eigenmittel braucht in solchen Städten wie München als in Birkenfeld. Bitte. Sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass über die Evolution, also jetzt in menschlichen Dimensionen gesehen, dass so man ein System ändern kann oder braucht man eine Revolution? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also manchmal bin ich ja dabei, so an der Menschheit zu verzweifeln. Aber ich denke mir dann immer wieder so, wie Luther gesagt hat, und wüsste ich, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Aber was wir natürlich brauchen, ist vor allen Dingen Aufklärung über diese Fragen. Dass wir auch den Mut haben, so etwas zu denken, und dass wir auch den Mut haben, pluralistisch mal zu denken. Und das finde ich auch ganz toll an der Veranstaltung, die Sie hier organisiert haben, dass da auch mal andere Meinungen da zu Wort kommen dürfen und nicht nur immer die orthodoxen Meinungen, dazu zähle ich auch solche, die Sie bei Anne Will hören und so weiter, sondern dass auch mal Sachen ganz anders gedacht werden dürfen. Es gibt ja gerade unter den Studierenden jetzt auch so eine Strömung der pluralen Ökonomik, wo die schon selber aufbegehren, wir wollen nicht immer den alten Schrott hören. Also wir brauchen meines Erachtens viel mehr bunte Strömungen in den Wirtschaftswissenschaften, damit einfach mal neue Ideen da reinkommen und auch ernst genommen werden. Das haben wir viel zu wenig. Heute können Sie davon ausgehen, dass 90% aller volkswirtschaftlichen Lehrstühle mit neoklassischen Mikroökonomen besetzt sind, die einen entsprechenden Hintergrund haben. Und das bedeutet, die kennen im Übrigen gar nicht den Unterschied zwischen Boden und Kapital. Für die ist das eins. Ne? Kennen die nicht. Ne? Da könnte ich jetzt lange drüber reden, aber lassen wir es mal. Wie schätzen Sie Komplementärwährungen ein? Können Sie die Frage etwas lauter wiederholen? Ja. Wie er die Komplementärwährung einschätzt? Komplementärwährung, das ist ein sehr schwieriges Feld. Im Übrigen ist jetzt in den letzten Tagen die Margaret Kennedy gestorben, die das sehr stark gepusht hat. Kurz vor Ende des Jahres war eine sehr gute Bekannte von mir, also ich bin auch traurig darüber. Ich habe da gemischte Gefühle mit den Komplementärwährungen. Auf der einen Seite sehe ich es sehr positiv, weil man, für mich ist es etwas, was ich unter die Rubrik Commons subsumieren würde. Da sind Leute, die zusammen ein Ziel haben, die zusammen etwas anderes machen wollen. Und ich finde das gut. Es kann auch die Resilienz, also die Störungsresistenz eines Systems stärken. Also das sieht man auch zum Beispiel in solchen Ländern wie Griechenland und so weiter. Wenn nichts mehr geht, wenn die Währung versagt, die zentrale offizielle Währung, wenn man dann viele solche Parallelwährungen hat, dann ist möglicherweise der Fall auf dem Boden nicht ganz so groß, wie wenn man solche Währungen nicht hat. Auf der anderen Seite warne ich auch immer davor, das zu überschätzen. Und es ist auch eine Riesenfrage, wofür setzt man diese Währung überhaupt ein? Setzt man sie beispielsweise dafür ein, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Setzt man sie ein, weil die Kommune gerade klamm bei Kasse ist und gesagt wird, wir müssen irgendwie versuchen, dass öffentliche Güter wieder produziert werden können? Oder setzt man sie möglicherweise aus anderen Gründen ein? Man kann ja sagen, dass sogar solche Punktesysteme, also Bonuspunktesysteme des Einzelhandels in die Richtung Parallelwährung gehen. Es kommt immer auch sehr darauf an, was man da macht. Aber im Grundsatz finde ich es gut, aber ich würde immer davor warnen, da ein Allheilmittel zu sein. Also
bei vielen Sachen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Chiemgauer, weiß nicht, ob der hier bekannt ist, das ist eines der größten Regionalgeldexperimente. Das wird da geleitet von dem Christian Gellery, der da sehr engagiert ist. Aber wenn man sich mal anschaut, welchen Anteil hat das eigentlich an dieser Region wirtschaftlich? Ist das ein ganz verschwindend geringer Anteil? Aber es ist natürlich deswegen gut, weil die Leute sich überhaupt mal Gedanken machen, was passiert da mit unserem Geldsystem, der pädagogische Wert. Und das erkennen sogar die Gegner dieser Parallelwährung an, dass der pädagogische Wert unstrittig ist. Ne? Darüber hinaus, Großes zu sehen, sehe ich allerdings eher ein Problem. Man ist dabei, dass man versucht, Konzepte zu entwickeln, wie man so etwas auch größer machen kann. Und man lehnt das zum Beispiel an so Tauschbörsen an, wie das Wir-System, das Business-to-Business-System ist international. Aber wie man das auch in diesen nicht kommerziellen Bereich reinbringen kann, das ist bislang noch nicht gelöst. Also von daher gute Ansätze, man muss aber weitermachen und Stein der Weisen ist da noch nicht gefunden worden. Ich würde es aber immer ermutigen, so etwas weiterzumachen. Ich vermutlich unbefriedigend, ne, aber. Nachgefragt. Ja. In der Diskussion kürzlich kamen Überlegungen, da sagt jemand, wäre es nicht denkbar, für bestimmte Bereiche eine Währung zu nehmen? Denn wenn ich unsere Volkswirtschaft sehe, Sie hatten vorhin diesen Beispiel Barmittel, 4 Milliarden gewesen. Und da oben diese virtuellen Gelder, alles Wahnsinn. Das heißt, wenn ich das runterbrechen würde, würde ich sagen, das, was der Konsument, der normale Bürger braucht, da habe ich den Euro. Und das, was die Industrie braucht für Investitionen, da habe ich diese Bezeichnung. Das heißt, bei den heutigen technischen Möglichkeiten über EDV ist das ja eigentlich kein Thema. Wird da mal drüber nachgedacht, einfach über andere Finanzstrukturen? Bislang kaum. Sie werden lachen, ich hatte genau dieselbe Idee. Warum macht man nicht für die ganze Finanzwelt eine eigene Währung? Ja. Die dann separat zu der realen ist. Wenn ich in die Spielbank gehe, kriege ich auch einen Chip. Richtig, richtig, genau so ist es. Ne? Aber da ist natürlich die Frage, ganz klapp gesagt, es wurde noch nicht richtig durchdacht. Und ich weiß auch nicht, ob da jemand ist, der auch wirklich viel Geld auf den Tisch legen will, dass da Leute so etwas mal richtig durchdenken. Müssen wir jetzt eine Partei suchen, die sowas besitzt? Partei nicht, aber ich denke, es ist schon gut, wenn man Initiativen wie zum Beispiel die Monetative oder auch die Regionalgeldinitiativen, ich möchte da mich überhaupt auf gar keine festlegen, weil Sie haben ja vielleicht gesehen, man muss an verschiedenen Strängen ziehen. Ne? Wenn man so etwas unterstützt, dass auch mal die Politiker sehen, wir müssen mal bestimmte Sachen durchdenken und wir müssen vielleicht auch mal Experimente wagen. So, ich finde wirklich nicht alles toll, was in China da läuft, ne? Aber dass man mal hingeht und sagt, okay, wenn die Bürger wollen, in irgendeiner Stadt, dann nehmen wir sie mal aus bestimmten Regelungen raus und wir wagen dabei ein Experiment, vorausgesetzt sie wollen. Ne? Fände ich nicht verkehrt, ne? Dass man sich solche Türen da offen lässt oder dass man zum Beispiel, da kommen wir aber ein ganz anderes Problem rein, Initiativrechte wie in der Schweiz, ne, wo solche Sachen viel leichter lanciert werden können als bei uns, aufmacht. Ne, dass man einfach mal Alternativen durchdenkt. Bei uns wird immer gesagt, Mutti Merkels Wahlspruch ist, there is no alternative, Tina. Es gibt aber Alternativen, es gibt sehr viele, nur sie werden nicht richtig durchdacht. Man bekommt keine Mittel, um die richtig zu durchdenken. Also das, was Sie gerade gesagt haben, das war auch eine alte Idee von mir, müsste man eigentlich mal durchdenken. Ich komme aber nicht dazu mit dem anderen. Bitcoins gibt es, aber das geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Und wie Sie gesehen haben, gab es auch eine Blase mit den Bitcoins, die jetzt auch wieder zusammengeklappt ist. Ich glaube, ich gucke so langsam auf die Uhr. Also dann darf ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Das war eine Frage ist noch. Ne? Ich wollte nur anmerken, morgen gibt es ja einen Stand auch hier bei den Hochschultagen über die angedachte Regionalwährung Minuto in Gießen. Aber da will ich jetzt nicht so viel sagen. Ich weiß noch gar nicht, was da war. Die ist nicht angedacht, die gibt es schon seit 2011. Ah ja. Und da können Sie gerne morgen alle hinkommen und sich informieren. In Heinrich-Bruch, Ring 14. Ja. Okay, dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen. War auch eine schöne Diskussion. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere mitgenommen. Dankeschön. Ja.